Gott war guter Laune, Geizen ist doch wohl. Nee, warte. Ba, 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 ba. Besser. Geizen ist doch wohl nicht seine Art. Und er lächelte. Bam, bam, bam. Hallo, Papa. Da, hallo. Ward unser Land. Bam. Reich an tausend Reizen. Wow, 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 wow. Hier, probier doch mal. Wie jetzt? Wie du oder wie ich? Na schön, einfach. Alles steht in Blüte wieder. Alles strotzt vor Saft und Kraft. Und dem braven Mann, bam, bam, Gott schafft ihm ins Herz. Die Heimat Lieder. Und was sagt meine gnadenloseste Richterin? Schrecklich altmodisch wie immer, Paps. Dir fehlt der Humor. Du bist genau wie Mama. Wieso? Mama mag deine Lieder doch. Ja, sie wäre trotzdem froh, wenn ich Musik schreiben würde, die Geld ins Haus bringt. Aber bevor ich dieses Jatz schreibe... Es heißt Jazz, Papa. Negermusik. Das ist die Rasse, da kannst du überhaupt nichts machen. Hast du den Artikel über Josephine Baker gelesen? Weißt du, woraus ihr Rock gemacht ist? Ich führe mit meiner minderjährigen Tochter keine Gespräche über solche Themen. Worüber? Über Neger oder über Bananen? Selbst wenn du Negermusik schreiben würdest, du dürftest sie sowieso nicht verkaufen. Außer an den Kulturbund. Diese alten Säcke. Wenn wir den Kulturbund nicht Wenn wir keine Juden wären, bräuchten wir den Kulturbund gar nicht. Ich hasse es, Jüdin zu sein. Bis vor 3 Jahren wusste ich nicht mal, dass ich eine bin. Dieses orthodoxe Gesocks aus dem Scheunenviertel. Stella. Ist doch wahr. Idiotisch vor sich hin murmelnde Männer mit Schläfenlocken, die sie sich mit der eigenen Spucke eindrehen. Und Frauen müssen Kopftuch tragen, wenn sie verheiratet sind, oder sogar Perücke wie vor 500 Jahren. Da krabbelt das Ungeziefer raus. Kein Wunder hat der Hitler die auf dem Kieker. Was habe ich mit solchen Kreaturen gemeint? Seinen Glauben kann man sich nicht aussuchen. Meinen Glauben? Wir feiern Weihnachten, seit ich denken kann. Ja, Stella, natürlich. Ich bin keine Jüdin. Ich spüre das. Ein Neger bist du aber auch nicht. In Amerika singen die Frauen Jazz. Weiße Frauen. Wir sind aber nicht in Amerika. Und warum nicht? Weil du das Visum nicht beantragt hast. Papa. Die Küblers haben ihr Visum längst. Ja. Manfred Kübler hat mir gesagt, dass er am nächsten Dienstag in Hamburg einschifft. Und in 3 Wochen ist er in New York. In 3 Wochen schon ist er in New York. In New York, in New York, New York, Amerika. Oh Mann, und ich darf nicht mal ins Internat nach England. Eine Familie muss doch zusammenbleiben. Manfred Kübler hat gesagt, Hitler war nur so nett wegen diesen Olympischen Spielen. Und jetzt geht's den Juden richtig schlecht. Dein Manfred ist nur gegen den Führer, weil der was gegen seinen Jatz gesagt hat. Es heißt Jazz, Papa. Ist mir ganz egal, wie das heißt. In dem Fall hat der Hitler einfach mal recht. Das ist keine Musik. Du und der Hitler, ihr müsstet euch eigentlich oberprimstens verstehen. Ihr habt dieselben Ansichten über Kunst. Und ihr dieselben Ansichten über Juden. Uns Juden.